Hi, ich bin Vaughn und du bist beim Golfen mit Freude. Ich wurde vor kurzem von einer Schülerin gefragt, wann genau das Handgelenk eingesetzt werden sollte, also ab wann. So, um die Frage meiner Schülerin zu beantworten, wollte ich dieses Video machen und ich denke, das ist auch sehr interessant und wichtig für dich. Heute Morgen habe ich Bälle geschlagen und ich habe aus Entfernungen von 20 Meter, und das ist jetzt 20 Meter, 25, 30, 35, 40 Meter Bälle aufs Grün gespielt. Alle Bälle müssten hochfliegen und alle Bälle wurden mit dem Sandwich gemacht. Also bei 25 Meter war die Sache klar. Hier wird vom Gefühl her einen langen Chip gemacht und das kann man wunderbar kontrollieren. Der Ball fliegt locker hoch genug und bleibt schnell genug liegen. So, ich werde jetzt mit dir zusammen die andere Entfernung auch spielen und dann schauen wir, wann das Handgelenk ins Spiel kommt. So, 30 Meter ist eine Entfernung, wo ich immer noch ohne Handgelenk dahin kommen kann. Ich muss aber entschlossen sein, da ich das Handgelenk nicht benutze. Aber für mich ist das ohne Handgelenk immer noch machbar. Es kann sein, aber dass es bei dir zu weit weg ist. Ich merke oft bei meinen Damenschülerinnen, dass 30 Meter ohne Handgelenk ein bisschen weit weg ist. Bei manchen aber schaffen es locker. Aber wenn du merkst, du kommst nicht hin, dann musst du schauen, dass du irgendwo was im Schwung machst, was dir ein bisschen mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit gibt, ohne dass du schlagen musst. Und das ist das Handgelenk einsetzen. Ich werde es jetzt bei 35 Meter tun und es kann sein, dass du es schon bei 30 oder sogar 25 Meter von der Fahne tun musst. So, das ist wichtig. Ich werde jetzt etwas winkeln, also 20, 30 Grad, damit ich etwas mehr Geschwindigkeit habe. Und so solltest du Handgelenk einsetzen. Oft merke ich bei Schülern oder bei Golfern, die denken Pitchen. Ein Pitch ist ein Schwung mit Handgelenk, das ist richtig. Und dann tun sie sowas. Es sieht künstlich aus, nicht natürlich. Und dann klappt der Schwung nicht. Nutze Handgelenk, wo es dir hilft. Handgelenkeinsatz sollte nicht den Schwung schwieriger für dich machen. So, nur leicht, die Arme sind schön lang noch. Und dann spüre ich, während ich mich drehe, wie ich das Handgelenk löse. Und dann komme ich auch bei 35 Meter ziemlich locker an das Ziel. Das war gut. Und du merkst, meine Endposition ist ein Spiegelbild meines Rückschwunges. Okay, so obwohl ich jetzt ein bisschen Handgelenk eingesetzt habe, hatte ich den Schwung immer noch voll unter Kontrolle. Und auch hier habe ich den Boden nur gestreichelt. Ich halte den Schläger locker, locker in der Hand. Und vielleicht hast du es gesehen, mein Schlägerblatt ist ein bisschen offen. Und so benutze ich die Sohle des Schlägers besser. Vor allem, wenn der Boden etwas nasser ist, wie es jetzt zur Zeit wieder ist. So, jetzt bei 40 Meter. Was ich tue, ich winkel jetzt nicht mehr. Mir langt es, wenn ich nur ein bisschen winkele, aber den Schwung etwas entschlossener ausführe. So etwas mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit und dann nur leicht anwinkeln. Ich hoffe, dass es hilft. Wenn es geht, spiel ohne Handgelenk. Irgendwann muss das Handgelenk eingesetzt werden. Bei mir sind es 35 Meter mit meinem Sandwich. Vielleicht ist es bei dir weniger oder vielleicht sogar mehr. Und wenn du das Handgelenk einsetzt, lieber weniger, so ist gut, damit du die notwendige Geschwindigkeit erreichst, damit du den Ball weich, sauber und sicher treffen kannst.